Hallo und herzlich willkommen heute hier bei einem neuen Video. Und zwar haben wir ein bisschen was vor. Ein Hochstand ist hier umgefallen. Das ist ja echt krass. Wieder durch Wind oder irgendwas. Hier ist aber vollkommen abgeklemmt. Hier sollte auch die Hütte sein. Einfach. Seht ihr sie im Hintergrund? Die Autos stehen auch schon da. So, Freunde der Nacht, das Bettchen steht. Das Rodeo! Also, macht's gut. Eine gute Nacht. Ciao. Guten Morgen, ich grüße euch. Die Nacht ist rum, ein neuer Tag ist angebrochen. Ich bin jetzt schon wach, bin um 7 aufgestanden. Genau, die anderen pennen auch, deswegen wollte ich jetzt nie von drinnen irgendwie sprechen. Ihr seht hinter mir der Ausblick, es ist nebelig, diesig und kalt. Und ich bin schon mega gespannt, wie es heute so weitergeht, was noch alles so passieren wird, und ja, ich freue mich schon drauf. Bis dann. Stunden später, nachdem ich das erste Video gemacht habe, sind wir losgegangen. Wir laufen jetzt ein bisschen hier am Gebirge rum, fragt mich nie, wo es hingeht. Die Reiseleitung habe ich nie übernommen. Ich hänge mich einfach bloß mit dran und ja, versuche halt das Beste. Versuche ein paar schöne Momente einzufangen. Genau, aber erstmal geht es durch die schöne, schneereiche Natur, weil die Nacht, wie ihr seht, hat es ordentlich geschneit. So, wir sind jetzt am ersten Ziel angekommen, und zwar der Tiefenbach-Wasserfall. Wenn man sich so anschaut, das ist schon sehr beeindruckend. Ne? So, Freunde, wir sind jetzt nach einem riesen Anstieg endlich oben angekommen. Und jetzt werden wir uns erstmal in die Baude setzen und ein kleines Getränk zu uns nehmen. Wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir jetzt das
Gelände verlassen, die Kneipe, war einmal frei, haben schönes Leckeres gegessen. Und jetzt geht's weiter auf unserer Tour. Es ist sehr, sehr glatt, deswegen kommen wir nur schwierig, sagen wir es mal so, schwierig voran. So, Freunde, wir haben nochmal ein kleines Päuschen gemacht. An dem herrlichen, was weiß ich, was das war, Steinbruch, würde ich fast sagen. Auch eine schöne Hütte nebenan. Sicherlich eine schöne Sache. Aber es wurde dann doch langsam kalt und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung unserer Hütte, wo wir übernachtet haben. Genau. Von daher, viel wird es heute nicht mehr werden. Wie gesagt, das Wetter war auch relativ trüb. Ja. Genau, nur so eine Information. Es geht dort weiter. Und hinter uns ist der Rest. Und vor aller Freude ist mir dann ein Missgeschick passiert, und zwar habe ich mich vergessen von euch zu verabschieden. Das will ich jetzt in dieser Form nachholen. Und zwar danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da, damit ihr die neuesten Videos nicht verpasst, und bleibt gesund, und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin, macht's gut.